Der Titel unseres Webinars: Wer rettet die Natur? Was passiert mit dem Gesetz zur Rettung der Natur, dem Nature Restoration Law, derzeit auf der europäischen Ebene? Warum ist es unter Beschuss und was können wir jetzt noch tun? Ich freue mich außerordentlich, dass unsere Umweltministerin Steffi Lemke wirklich diesen sehr engen Zeitslot in ihrem übervollen Terminkalender gefunden hat und heute Abend bei uns ist. Und ich freue mich auch außerordentlich, dass Clara Duvigneau, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von Fridays for Future bei uns ist. Und mein Name ist Jutta Paulus, ich bin Europaabgeordnete, bin Mitverhandlerin für dieses Gesetz und gebe euch jetzt eine kurze Technikeinführung. Freue mich erstmal, dass so wahnsinnig viele Leute sich eingeloggt haben. Super, vielen, vielen Dank. Dieses Webinar wird aufgezeichnet, das habt ihr vielleicht schon gesehen. Ihr bekommt da immer so eine Warnung. Die Mikros und die Kameras sind für die Zuhörerinnen und Zuhörer deaktiviert. Das heißt, ihr könnt nur schriftlich Fragen stellen. Das hat, sagen wir es mal so, mehrere Gründe. Das soll jetzt einfach mal so stehen bleiben. Nur die Referentinnen, Referentinnen in dem Fall, können tatsächlich sich auch zu Wort melden. Die Chat-Funktion ist zwar aktiv, aber der Chat ist nur für uns als Hosts und Co-Hosts sichtbar. Das bedeutet, in den Chat bitte nur technische Sachen schreiben, wie, keine Ahnung, ich höre nichts oder warum sehe ich die Fragen nicht oder solche Sachen, weil ansonsten sehen die anderen Teilnehmerinnen nämlich nicht. Und wenn ihr Fragen zum Inhalt habt oder Bemerkungen machen wollt, da könnt ihr dieses wunderbare Frage- und Antwort-Tool verwenden, das heißt bei mir Q&A aus rätselhaften Gründen. In dem Q&A-Tool könnt ihr also Fragen eingeben, könnt auch die Fragen von anderen bewerten. Ihr könnt das sortieren lassen, entweder nach Neueste zuerst oder nach Beliebteste zuerst. Neueste zuerst hat den Vorteil, dass man dann nicht immer nur die gleiche Frage sieht, wo schon 20 Leute den Daumen hoch gegeben haben, sondern vielleicht auch mal eine andere. Und zum Ablauf, wir werden beginnen mit der Einführung von der Bundesebene. Das wird, wie gesagt, Steffi Lemke übernehmen. Dann gebe ich ein kurzes Update aus Brüssel und dann kommen die Erwartungen der Zivilgesellschaft, die uns klarer näher bringen wird. Wer ist überhaupt Steffi Lemke? Steffi Lemke ist ein grünes Urgestein, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen, ist seit Dezember 2021 Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. War lange, lange, lange parlamentarische Geschäftsführung und Sprecherin für Naturschutz in der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen, war davor politische Bundesgeschäftsführerin von Bündnis 90 Die Grünen und all die anderen Dinge, die lasse ich jetzt mal weg, sonst verlieren wir zu viel Zeit, ist aber, auch das ist vielleicht ein bisschen unüblich, auch in unserer Partei leider noch unüblich, ist tatsächlich eine Bündnis 90 hat ein Bündnis 90 Standbein, weil du bist tatsächlich, soweit ich weiß, auch geboren in Dessau und hast dort deine Kindheit und Jugend verbracht und bist dann eben 1989 hast du die Grüne Partei in der DDR mitgegründet. Clara Duvigneau ist Klimaaktivistin bei Fridays for Future, studiert Ökologie und Umweltplanung an der TU Berlin und ist seit mehreren Jahren bei Fridays for Future aktiv und hat natürlich schon eine Vielzahl von Demonstrationen organisiert, vertritt die Bewegung auch in der Öffentlichkeit als Sprecherin. So, damit genug von mir. Steffi, you have the floor. Bitte go ahead. Ja, liebe Jutta, vielen Dank dafür und einen schönen guten Abend in die Runde von meiner Seite aus Berlin. Wir haben gegenwärtig sehr schwierige Verhandlungen über die Restoration Law, vor allem im Europaparlament. Wie es letzten Endes im Umweltrat aussehen wird, werden wir sicherlich nachher noch mal ein bisschen stärker erörtern. Was mir wichtig ist, vorauszuschicken, dass dieses Gesetz zur Renaturierung in Europa eine der Grundvoraussetzungen ist, um das globale Weltnaturschutzabkommen aus Montreal vom letzten Dezember umzusetzen, weil dort auch Renaturierungsziele beschlossen worden sind von der internationalen Staatengemeinschaft, das heißt auch von Deutschland, nicht von der Grünen Partei oder einzelnen Gruppierungen, sondern von der Bundesregierung, von der Europäischen Union, die natürlich dort ein Verhandlungsmandat hatte, und von vielen, vielen Mitgliedstaaten, die dort gewesen sind, die mitverhandelt haben und dieses Abkommen unterstützt haben, mitbeschlossen haben. Deshalb ist es, glaube ich, wesentlich mehr
als die Auseinandersetzung, stimmt man jetzt einem solchen Gesetz im EP zu oder nicht zu, sondern es geht ganz grundsätzlich um die Frage, nimmt man die globalen Verpflichtungen zum Schutz der Natur ernst oder wird jetzt eine Phase des Rollbacks eingeläutet? Und damit meine ich des Rollbacks ganz konkret in der Naturschutzgesetzgebung, aber auch in der kompletten Umweltgesetzgebung. Das ist die Wegmarke, an der wir gerade stehen. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, dass es dabei nicht darum geht, ob man jetzt ein Moor renaturiert oder einen Wald nicht abholzt, sondern dass es ganz grundsätzlich darum geht, ob Natur zur Übernutzung wieder freigegeben wird. Wir haben das an so vielen Baustellen gegenwärtig, dass wir Diskussionen haben über chemische Einleitungen in Flüsse. Wer hat den Vorrang, wenn das Trinkwasser knapp wird? Und das alles in Zeiten von schlimmer, gravierender Dürre, gepaart mit auch Überschwemmungskatastrophen, wie Italien jetzt beides ganz kurz und parallel hintereinander erleben musste. Und in solchen Zeiten die Frage zu stellen, wird Natur geschützt? Oder muss sie hinter wirtschaftliche Interessen zurücktreten? Das ist die Grundsatzfrage, die neu aufgerufen wird gerade. Und ich denke, dass viele Ältere sich das nicht haben ausmalen können, dass wir an einer solchen Wegmarke nochmal stehen. Und das in Zeiten von globalen Krisen, des Krieges Russlands gegen die Ukraine, Inflation, Rohstoffknappheit in vielen Bereichen. Und der Frage, wie Industrie sich in Deutschland und in Europa unter diesen Bedingungen auch ein Stück weit neu erfindet, so würde ich das nennen. Das ist die Grundsatzfrage. Und dass es darüber jetzt eine klare Erklärung seitens der EVP gibt, den Weg, Umwelt und Natur zu schützen, nicht mehr weiter mitzugehen. Nochmal, es geht nicht nur darum, keine weitere Gesetzgebung zu machen, sondern es geht am Ende des Tages um einen Rollback. Das ist das Einleiten dafür, das ist die Ouvertüre. Ich komme gerade aus Polen, wo wir die Verhandlungen über den Schutz der Oder nach der Oder-Katastrophe im letzten Jahr morgen auch bilateral mit Polen fortsetzen wollen und wo man merkt, dass jetzt auf der Grundlage verschiedener Entwicklungen dieses Ringen sich sehr, sehr weit ausbreitet. Bei der Frage Infrastrukturbau, Infrastrukturausbau, neue Bergwerke zu bauen und darüber auch neue Einleitungen zu haben in europäische Flüsse, ohne strenge Umweltschutzauflagen im Zweifelsfall. Diese Grundsatzauseinandersetzung läuft jetzt. Deshalb konkret zur Restoration Law. Wir haben heute von der schwedischen Präsidentschaft die aktuellen Verhandlungstexte bekommen, die jetzt im ASTV am 9. Juni verhandelt werden sollen. Ich gehe davon aus, dass mit diesen Fachbegriffen alle vertraut sind, die sich hier zum Webinar angemeldet haben. Jutta schüttelt ein bisschen den Kopf. Dann sortiere ich es doch noch mal etwas grundsätzlicher. Ich rede jetzt über das, wie der Rat der Mitgliedstaaten die Restoration Law verhandelt. Dort sind seit dem Juni 2022, als der Verordnungsentwurf aufgelegt wurde, in insgesamt 19 Sitzungen der Ratsarbeitsgruppe, also die Mitgliedstaaten, die sich in der Ratsarbeitsgruppe zusammengefunden haben, verhandelt worden. Und am 26. Mai, am 24. Mai sind die Grundsatzverhandlungen über sämtliche Artikel im Rat besprochen worden, verhandelt worden und ein erfolgreicher Abschluss dieser Arbeiten in der Ratsarbeitsgruppe am 30. Mai erzielt worden. Das stand auch auf der Kippe, würde ich sagen. Das waren extrem schwierige Verhandlungen. Das Verschlechterungsverbot, also die Frage, ob man bestimmte Baumaßnahmen, Infrastrukturmaßnahmen noch machen kann, in Gebieten, die für Renaturierung sehr, sehr wichtig, sehr bedeutsam sind. Das ist eine der Streitfragen gewesen. Und die Planungen bei uns sehen jetzt so aus, dass am 9. Juni, das hatte ich eben gesagt, in der ständigen Vertretung des Rates die Finalisierung des Gesamttextes passieren soll. Und dann am 20. Juni der Umweltrat in Luxemburg über diesen Text abstimmen soll. Die weiteren Planungen hängen dann ein Stück weit von den Ergebnissen im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments,
der am 15. Juni nach unseren Planungen, nach unseren Informationen entscheiden soll. Und dann der Befassung im Plenum des Europaparlaments am 23. Juli ab. Und ich bin sehr froh, dass die Bundesregierung, wir haben das auch an einzelnen Punkten kontrovers diskutiert mit dem Verteidigungsministerium, dem Wirtschafts- und Verkehrsministerium, dem Bauministerium. Wir haben hier jeweils gute Kompromisse erzielen können, sodass Deutschland hinter der Restoration Law steht. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, die wir auch alle weiter transportieren sollten in die Gespräche, die wir in den nächsten Tagen und Wochen oder das politische Engagement in Petitionen, möglicherweise auch in Demonstrationen haben werden, um dafür zu werben, dass wir unsere Natur schützen müssen, gerade in Zeiten der Klimakrise, weil uns die Katastrophen, Dürre, Hitze, Hochwasser, Wassermangel, Absterben von Bäumen. In Deutschland haben wir gerade einen großen Waldbrand, den ersten großen in Brandenburg diesen Jahres, dass wir diese Umweltkatastrophen, die aus der Klimakrise resultieren, nur vernünftig werden bewältigen können, wenn wir stabile, wenn wir intakte Natur haben und gerade die Wasserressourcen nur schützen können, wenn wir alte Wälder erhalten, wenn wir Auen renaturieren, wenn wir Moore renaturieren und dafür sorgen, dass das Wasser in der Landschaft gehalten wird und nicht möglichst schnell aus der Landschaft abgeleitet wird, weil es uns dann fehlt. Das ist über Jahrhunderte gemacht worden, gebaut worden, um Wasser wegzubekommen, Moore trocken zu legen, um Agrarfläche zu nutzen, für landwirtschaftliche Flächen auch Auen kaputt gemacht worden, die wir jetzt renaturieren wollen, um eben Bodenbiologie, humusreiche Böden für die Landwirtschaft selber zu erhalten. Deshalb wird da ein komplett künstlicher Konflikt aufgebaut. Die Landwirtschaft ist am allerstärksten auf intakte Ökosysteme angewiesen, viel stärker als der Maschinenbau oder die Automobilindustrie. Die Landwirtschaft braucht Wasser. Die Landwirtschaft braucht biologische Vielfalt, vor allem im Boden. Und die Landwirtschaft kann keine Unwetterkatastrophen gebrauchen. Das heißt, hier wird gezielt ein uralter Konflikt geschürt, wo wir eigentlich dabei waren, den Stück für Stück zu befrieden, indem wir weniger Nitrat in die Umwelt bringen, weniger Pestizide in die Umwelt bringen und peu à peu Landwirtschaft klimaverträglicher und damit auch umweltverträglicher machen. Das heißt, wir haben einen wirklich entscheidenden Kampf jetzt vor uns. Ich hoffe, dass die Tatsache, dass die deutsche Bundesregierung in Gänze, natürlich auch das Agrarministerium hinter der Restoration Law steht, dass das viele Mitgliedstaaten mitnehmen kann, lassen wird, wenn Deutschland das schafft, dann schaffen wir das auch und das auch Einfluss auf die Entscheidung im Europäischen Parlament hat. Es gibt viele Anpassungsmöglichkeiten an die einzelnen Bedingungen in den Nationalstaaten, wenn eine solche Richtlinie dann umgesetzt wird in nationales Recht, sodass man auf Besonderheiten Rücksicht nehmen kann. Aber das wird in der politischen Diskussion von der EVP in meiner Wahrnehmung komplett ausgeblendet, auch weil es einen Kampf innerhalb der EVP um die Macht geht, um die Frage, wer die Partei in den Wahlkampf im nächsten Jahr in Europa führen wird. Und das darf nicht dazu führen, dass der Naturschutz ausgebremst wird. Ein letzter Satz. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die drei großen ökologischen Krisen unserer Zeit, die Krise des Artenaussterbens, die Klimakrise und die Verschmutzungskrise, dass wir diese drei Krisen gemeinsam bedenken, besprechen und auch danach handeln, weil sich keine einzeln lösen lässt. Wir können die Klimakrise nicht lösen ohne besseren Naturschutz, weil das unser wichtigster Verbündeter im Kampf gegen die Klimakrise ist. Und wir werden auch die Verschmutzungskrise nicht lösen können, wenn wir nicht Ökosysteme renaturieren und sie dort auch Natur sein lassen, wo sie uns letzten Endes schützt. So viel, liebe Jutta. Ich hoffe, ich habe die wichtigsten Punkte angesprochen. Wenn wir noch stärker an die technischen Details gehen wollen, können wir das dann in der Diskussion, glaube ich, machen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Steffi. Ich glaube, du hast es sehr gut dargestellt, auch insbesondere, wie läuft dann so ein Gesetzgebungsverfahren? Das ist ja für
für viele, die jetzt nicht so wie du und ich täglich damit befasst sind, immer so ein bisschen ein Rätsel. Plötzlich kommt dann was aus Brüssel und niemand weiß, wie es entstanden ist. Und je nachdem, wie es in der Bevölkerung aufgenommen wird, vergessen die Regierungen der Mitgliedstaaten manchmal auch ganz gerne, dass sie daran beteiligt waren. Außer es ist was Gutes, dann waren sie es ganz alleine. Es ist also tatsächlich gar nicht so anders als der Prozess jetzt auf bundesdeutscher Ebene. In Deutschland wird in aller Regel der Referentenentwurf, kommt aus dem Ministerium, geht erstmal ins Kabinett, wird im Kabinett abgestimmt, geht dann ins Parlament. Und so ähnlich ist es in Brüssel auch. Der Entwurf kommt aus der entsprechenden Generaldirektion, Klammer auf, das Ministerium für den jeweiligen Bereich, Klammer zu, wird im Kabinett, sprich unter allen Kommissaren und eben der Kommissionspräsidentin abgestimmt, geht dann ins Parlament und halt immer auch in den Rat der Mitgliedstaaten. Das heißt, wir haben sozusagen den permanenten Bundesrat, aber ansonsten ist das Verfahren wirklich sehr ähnlich. Und wir haben halt auch den permanenten Vermittlungsausschuss. Das heißt, wir müssen uns immer mit dem Rat der Mitgliedstaaten dann auch am Ende auf einen gemeinsamen Kompromiss einigen. Und von den Zeitabläufen her, ja, du hast es richtig dargestellt. Wir haben also auch diesen Gesetzentwurf im Sommer letzten Jahres erhalten. Dann musste natürlich noch geklärt werden, welcher Ausschuss außer dem Umweltausschuss möchte eine Stellungnahme abgeben und bekommen die irgendwelche Exclusive Competences, heißt das bei uns, sprich, dürfen die über einen Teilbereich exklusiv bestimmen. Das war beispielsweise bei der Erneuerbare Energienrichtlinie so. Da ist das Thema Nachhaltigkeit exklusiv im Umweltausschuss behandelt worden. Da hatte also der Energieausschuss, Industrie- und Energieausschuss kein Mitspracherecht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben also lange, lange verhandelt. Ich muss auch sagen, die Verhandlerin, die die Europäische Volkspartei, also die Unionsparteien auf EU-Ebene ins Rennen geschickt hat, hat es, glaube ich, wirklich ernst und ehrlich gemeint. Also sie hat auch immer gesagt, ich möchte hier konstruktiv mitarbeiten. Ich bin daran interessiert, eine Lösung zu finden, der meine Fraktion zustimmen kann. Das nehme ich ihr auch ab. Und ich glaube tatsächlich, das war eine Weisung von ganz oben, dass sie dann letzte Woche dieses Statement verlesen hat und gesagt hat, wir verlassen jetzt die Verhandlungen, wir stimmen auf jeden Fall dagegen, egal wie weit ihr uns noch entgegenkommt. Und das war schon ziemlich krass, weil das ist ein Verhalten, das kennt man eher so von rechts außen, sage ich mal, aber dass sich eine proeuropäische demokratische Partei dem demokratischen Gesetzgebungsprozess verweigert, das ist wirklich ein Novum und das hat mich auch sehr schockiert, zumal wir den Entwurf, der von der Kommission ins Verfahren gegeben worden war, an vielen Stellen eigentlich aus meiner Sicht verbessert hatten, sprich wir haben ambitioniertere Ziele reingeschrieben, wir haben eine bessere Governance, also quasi eine bessere Kontrollierbarkeit und Durchführbarkeit reingeschrieben. Wir haben beispielsweise auch gerade bei Mooren, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, reingeschrieben, Renaturierung von Mooren kann eigentlich nur wieder Vernässung von Mooren sein, ne? Weil ansonsten, wenn ich da aus einer intensiv genutzten, entwässerten Wiese, die früher mal ein Moor war, eine extensiv genutzte Weidewiese mache, dann ist es halt immer noch eine Wiese und kein Moor. Und all diese Dinge haben wir wieder rausgenommen, haben auch etliche Punkte aufgenommen, die der Union wichtig waren, weil wir an einem Kompromiss interessiert waren. Und deswegen ist es auch so tragisch, dass das so gescheitert ist. Und es ist auch tatsächlich so, wie du es annimmst, Steffi, da tobt hinter den Kulissen ein Machtkampf. Herr Manfred Weber, CSU, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei, hat es nie verbunden, dass Frau von der Leyen und nicht er an die Spitze der Europäischen Kommission gewählt wurde. Das gibt er auch bei jeder Gelegenheit zum Besten. Und ich glaube, das, was jetzt gerade passiert, ist auch ein Teil seines persönlichen Rachefeldzugs. Wobei natürlich dazu kommt, dass die Union nie so wirklich mit dem Green Deal warm geworden ist. Na, also Frau von der Leyen hat den ja im Juli 2019 auch unter dem Eindruck von Fridays for Future, das darf man ja nicht vergessen, das war ja der Sommer, das Frühjahr, in dem ihr wirklich zu Hunderttausenden zu Millionen auf der Straße wart. Und unter diesem Eindruck hat Frau von der Leyen den Green Deal ausgerufen. Und die EVP versucht jetzt alles, was möglich ist, um zu sagen, ja gut, Energie und Klima, das machen wir jetzt, aber alles andere, was da auch drin steht, also Biodiversitätsverlust stoppen, Kreislaufwirtschaft, Nullverschmutzungsstrategie,
grüne Finanzen, das wollen sie alles sehr gerne abräumen, ne? Und so tun, als wären wir jetzt mit dem Green Deal fertig, weil mit Klima und Energie haben wir jetzt alles Wesentliche beschlossen und alles andere, damit wollen wir doch unsere Wirtschaft nicht belasten. Und das Tragische auch da ist, dass wir ja hier über Dinge sprechen, ohne die die Wirtschaft gar nicht funktionieren kann. Versuch mal, eine Volkswirtschaft aufzubauen, wenn du kein sauberes Trinkwasser hast, wenn du verschmutzte Luft hast, an der Menschen sterben, wenn du unfruchtbare Böden hast, sodass du deine Leute nicht ernähren kannst. Das heißt, diese sogenannten wirtschaftlichen Interessen sind sehr, sehr kurzfristige wirtschaftliche Interessen, weil es eben verkennt, dass eine nachhaltige Wirtschaft eben auch einbezieht, welche Belastungsgrenzen hat denn tatsächlich, haben tatsächlich unsere Ökosysteme, hat der Planet, wie können wir langfristig auf diesem Planeten leben und auch unsere Zivilisation erhalten. Kleiner habe ich es wirklich nicht. Also das ist tatsächlich so, ist auch letzte Woche noch mal eine Studie rausgekommen, dass von diesen 8 Belastungsgrenzen, die so definiert werden, 7 überschritten sind. Ne? Das sind auch soziale Belastungsgrenzen, also die große Ungleichheit spielt auch eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Ausbeutung. Ne? Also jemand, der in Deutschland lebt und einen im Schnitt CO2 in Höhe von 10 Tonnen pro Jahr verursacht, sollte sich vielleicht ein bisschen vorsichtig angehen, bevor er Menschen in Afrika, die noch nicht mal eine Tonne pro Jahr verursachen, irgendwelche klugen Ratschläge gibt. Genau. Was wir also, wie gesagt, auf der europäischen Ebene im Parlament erleben, ist, dass die EVP sich offensichtlich dazu entschieden hat, dem Populismus zu huldigen, auch wirklich sich nicht scheut, Falschaussagen in Umlauf zu bringen, irgendwelche Sharepics zu teilen und so zu tun, als müssten Dörfer abgerissen werden, um Moore wieder zu vernässen. Das hat also nie jemand gefordert. Ja? Also selbst wir, ne? Die wir ja wirklich als die grünen Spinner verschrien sind, auf die Idee wäre ich überhaupt nicht gekommen. Und ich habe mich immer bemüht, mit allen zu reden, auch mit allen, die vielleicht nicht unbedingt unserer Meinung sind, aber ich höre mir doch selbstverständlich deren Argumente und deren Bedenken an und versuche, Lösungen zu finden, mit denen alle leben können. Denn auch das ist klar, wir werden so ein Renaturierungsgesetz nur umsetzen können, wenn die Landwirtschaft mit attraktiven Angeboten, mit Lösungsmöglichkeiten an Bord genommen wird. Nie hat jemand was anderes gefordert. Und deswegen finde ich es auch so schlimm, wenn jetzt die EVP so tut, als wäre das was allein uns Grünen irgendwie nachts um 3 eingefallen ist und völlig verkennt, welchen Schaden sie damit auch der Europäischen Union zufügt auf der internationalen Ebene. Wie gesagt, die Abstimmung nächste Woche im Umweltausschuss wird super knapp. Wir kämpfen um jede Stimme. Wir reden mit allen, die irgendwie noch erreichbar sind. Und natürlich wird es noch viel knapper, wenn wir dann im Juli-Plenum, also vorausgesetzt, wir kriegen die Umweltausschussabstimmung durch, wenn wir dann im Juli-Plenum mit allen Abgeordneten abstimmen, denn auch das ist relativ leicht ersichtlich. Die Menschen, die im Umweltausschuss sitzen, sind in aller Regel eher an Umweltthemen interessiert, als die, die eben nicht im Umweltausschuss sitzen. Das heißt, da ist nochmal ein sehr schweres Stück Arbeit vor uns und wir sind über jede Unterstützung auch gerade aus der Zivilgesellschaft dankbar. Wir haben heute nochmal sehr gute Unterstützung bekommen, sowohl vom Erneuerbaren Energienverband, die also sich gegen diese Aussage der EVP, die Erneuerbaren werden behindert, verwehren und sagen, wir sind für die Restoration. Wir wissen, dass die Klimakrise nicht lösbar ist ohne die Renaturierung. Deswegen stehen wir dahinter und sind auch bereit, das finanziell zu unterstützen. Wir haben, wie gesagt, den Wissenschaftlichen Beirat der Vereinten Nationen, der nochmal einen Appell losgelassen haben. Wir haben das Unternehmen Patagonia, was nochmal einen Brief geschrieben hat. Also es sind wirklich ganz, ganz viele, die jetzt aufstehen und sagen, bitte verheizt nicht unsere Zukunft. Macht nicht das kaputt, was wir dringend, dringend brauchen, um diese ökologische Krise zu lösen. Aber der stärkste Player ist tatsächlich die Zivilgesellschaft. Und deswegen übergebe ich jetzt auch nahtlos an dich, Clara. Bitte, du hast das Wort. Vielen Dank. Ich hoffe, mein Internet funktioniert jetzt ganz okay. Ich kann mich auch nicht so wiederholen, was schon gesagt wurde. Also wo wir auf jeden Fall dahinter stehen, als ich schon sage, ist, dass wir ganz stark dafür plädieren, dass dieses Gesetz umgesetzt werden muss. Das steht außer
Frage. Das muss dringend, dringend bereitet ist, dass wir nicht nur auf europäischer Ebene, aber das ist schon ein sehr, sehr klares Beispiel, eine Politik Wahlkampf und Machtspielchen total priorisiert über dem, was eigentlich so dringend sein muss. Nur sich umschauen in unserer Welt, insbesondere im globalen Süden, in den Staaten, die jetzt schon total von der Klimakrise betroffen sind, wie es den Menschen vor Ort geht, wie das ist, wenn man auf einmal irgendwie nur noch ausgetrocknete Seen um sich rum hat. Da muss man tatsächlich auch nur in unser Nachbarland gucken, wo in Frankreich schon im Frühjahr irgendwie das Wasserrad, er bereitet uns sehr, sehr große Sorgen. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Appell an alle Menschen, die hier in diesem Meeting sind, laut zu werden, laut zu bleiben, sich sowohl in den sozialen Medien, aber eben auch im Austausch mit anderen dazu zu äußern und Menschen ins Gespräch darüber zu kommen, weil ich glaube, für viele Menschen in Deutschland ist europäische Politik irgendwie sehr schnell sehr weit weg und hat irgendwie gefühlt wenig mit dem eigenen Leben zu tun. Und das ist ein Bild, von dem wir ganz dringend wegkommen müssen, weil genau solche Entscheidungen uns massivst beeinflussen werden, wie die nächsten Jahre und Jahrzehnte mit diesen Krisen zu leben ist oder eben nicht. Genau, und ich bin mir sicher, es werden sehr viele Expertinnen und Experten auch hier dabei sein, die das auch in ihre Kreise tragen können. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn wir immer wieder darauf zurück uns besinnen, dass was wir eigentlich brauchen, ein Zusammenstehen ist, ein gemeinsames Einstehen für unsere Lebensgrundlagen und gegen die Krisen, die sowieso schon groß genug sind, dass wir uns nicht auch noch gegenseitig die ganze Zeit die Köpfe einschlagen. Weil das ist eine sehr, sehr besorgniserregende Entwicklung, der es umso dringender sich entgegenzustellen gilt. Genau, und also, wenn wir uns anschauen, wie dieses Gesetz jetzt gerade verhandelt wird, dann ist das eigentlich das beste Beispiel dafür. Wir fordern natürlich bei Fridays for Future, dass Klimaschutz und Biodiversitätsschutz und auch die Verschmutzungskrise, wie es eben schon gesagt wurde, Hand in Hand gehen, zusammengedacht werden. Alles andere hat wenig mit den Realitäten zu tun, in denen wir uns gerade befinden. Und das, was wir vor allem brauchen, sind eben langfristige Strategien, die nicht kurzfristig auf Profite schauen, die nicht kurzfristig gucken, wie man jetzt im nächsten Wahlkampf besonders gut abschneiden kann, sondern wir brauchen Strategien, die uns durch diese Krisenzeiten durchbringen und die uns durchhalten lassen und die uns vor allem auf einem Planeten leben lassen, auf dem es sich irgendwie in Ordnung leben lässt. Und das geht nur, indem wir jetzt mit aller Kraft vorausschwimmen und alles tun, was wir können. Und dieses Gesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es müssen ganz viele weitere Schritte noch passieren, aber es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Bestandteil in diesem Puzzle der Krisenbewältigung. Und Europa kann nur durch diese Zeiten gehen, wenn es widerstandsfähig genug ist. Wenn es widerstandsfähig genug ist, genug Ökosysteme hat, die Dinge abpuffern können, die Naturkatastrophen abpuffern können, die Risiken abpuffern können, die mit so einem Waldbrand oder mit einer Dürre, die jetzt immer häufiger werden aufgrund der Klimakrise, die dadurch abgepuffert werden können. Denn das Schlimme ist ja, dass selbst mit dem Green Deal und den 1,5 Grad beziehungsweise dem Abkommen von 1,5 Grad und dem Green Deal sind ja eigentlich sogar nur die absoluten Maximalwerte schon ausgereizt. Eigentlich ist das zu überschreiten schon viel zu viel. Und eigentlich ist ein Green Deal auch noch nicht genug. Wir könnten eigentlich noch viel mehr und wir müssten eigentlich noch viel mehr. Und dass wir gerade daran scheitern, unsere selbst gesteckten Ziele nicht einzuhalten, das ist ziemlich beängstigend und eigentlich wirklich kein nice to have, sondern ein absolutes must have, und es muss umgesetzt werden, denn EU-weit sind jetzt schon 80% aller Ökosysteme in einem schlechten Zustand.
Genau, bevor ich mich jetzt an anderer Stelle wiederhole, was jetzt schon geäußert wurde, will ich vielleicht einfach das so ein bisschen zusammenfassen in so einen Appell an uns alle, darüber laut zu werden, gemeinsam irgendwie für die Dinge einzustehen, auf Social Media Sachen zu teilen, aber auch, wenn es in eurer Stadt, in eurer Umgebung die Möglichkeit gibt, irgendwie auf die Straße zu gehen, vielleicht auch sogar selber eine Demo zu organisieren, je nachdem, ob ihr da Erfahrung habt oder nicht, die Dinge in die Hand zu nehmen und sie anzugehen. Weil Biodiversität ist nicht so eine schöne Umweltschützer-Sache. Das ist was sehr, sehr Greifbares. Wenn man rausgeht, wenn man sich umschaut, dann sieht man überall diese abstrakte Biodiversität. Es ist jeder Baum, jeder Boden, jede Luft, die wir atmen, jedes Wasser, was wir trinken. Und ich glaube, das machen sich viele Menschen häufig nicht klar. Genau. Und so ein bisschen vielleicht als Abschlusswort, wir hatten die letzten Jahre immer wieder als Narrativ, wir wollen Menschen nicht Profitstelle, ein sehr angebrachter Satz, kurzfristigen Bestrebungen nach Macht, nach Profit, nach guten Wahlergebnissen hin zu langfristigen Lösungen, weil das ist der einzige Weg, wie wir aus diesen Krisen irgendwie halbwegs rauskommen oder sie zumindest so in Schach halten, würde ich zurückgeben an Jutta. Vielen Dank. Ja, ganz lieben Dank, Clara. Und die Zeit schreitet munter voran. Ich werde versuchen, möglichst viele von den Fragen, die gestellt wurden, auch tatsächlich dran zu nehmen. Tom fragt, das haben wir aber auch zum Teil schon beantwortet, wer sind die blockierenden Fraktionen, Mitgliedstaaten, Kräfte im Moment und perspektivisch, wo kann Lobbyarbeit sinnvoll ansetzen? Wie gesagt, also es ist hauptsächlich die EVP und da kam die Weisung wirklich von ganz oben, so aus der Reihe, das mit dem Populismus hat ja in den USA so wunderbar geklappt und das versuchen wir hier jetzt auch. Und deswegen sehr gerne auch die Wahlkreisbüros der EVP-Mitglieder anrufen beziehungsweise dort auflaufen, sehr gerne Briefe schreiben, Mails, wenn ich das mal so sagen darf, bringen nicht so viel, weil die sind schnell gelöscht und weggeklickt. Aber tatsächlich, wenn man dann so ein Papierberg im Wahlkreisbüro vorfindet oder der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin den vorfindet, ist das nochmal eine andere Kiste. Das heißt, da kann man auf jeden Fall Druck machen. Und die zweite hochgevotete Frage, was können wir gegen die Fake News tun? Also tatsächlich ist es so, dass man hat den Eindruck, mit jedem Tag kommen neue Fake News auf den Tisch und man kommt mit dem die Banken gar nicht hinterher. Ne? Also der WWF hat sich da schon mal die Mühe gemacht und hat eine Zusammenstellung gemacht, was wird behauptet und was ist Fakt. Und wir versuchen das auch alle immer wieder in sozialen Medien zu sagen, Moment, das stimmt so nicht, das steht da gar nicht drin. Und ja, ihr habt recht, natürlich ist es eine Verordnung, die ist unmittelbar gültig, aber da steht drin, jeder Mitgliedstaat macht einen Plan, was bei ihnen zu Hause passieren soll, weil natürlich Nordfinnland was anderes ist als Südgriechenland. Ne? Also einfach solche Dinge immer wieder aufzudecken. Ich glaube, da müssen wir zum Teil auch alle mithelfen und ich bin auch dem WWF äußerst dankbar, dass er schon sehr frühzeitig dieses Fact-Checking gemacht hat. Und hier gibt es eine Frage, die geht genau an dich, Steffi. Welche Ansätze gibt es, um einen Interessensausgleich zwischen dem für die Verkehrswende notwendigen Infrastrukturausbau, Stichwort Bahn, und Natur- und Artenschutz zu gewährleisten? Ich persönlich wäre für Straßenrückbau bei Bahnausbau. Ja, ich persönlich auch, aber ich glaube unser Koalitionspartner nicht. Oder sollte ich sagen, unser Oppositionspartner, wie auch immer. Steffi. Ja, wenn ihr mir das gestattet, liebe Teilnehmende hier, würde ich zur Restoration Law nochmal auf zwei, drei Sachen, die ich im Chat gelesen habe, auch eingehen. Das Wichtige ist aus meiner Sicht jetzt zu versuchen, persönliche Gespräche dort, wo ihr lebt, wo ihr wohnt, wo ihr Vertreter aus dem Spektrum der CDU, auch der CSU durchaus und der EVP als solcher kennt, mit ihnen möglicherweise Kontakt habt, dort darüber zu sprechen und zu erläutern, dass wir Natur brauchen, wenn wir die Klimakrise überleben wollen. Wenn wir die Katastrophen, die uns bevorstehen, überleben wollen, ich will mich da jetzt nicht über die Begriffe heute Abend hier streiten, da kann man möglicherweise präzise an den verschiedenen Stellen mit den richtigen Begriffen arbeiten, völlig zugestanden, aber ich will es jetzt hier einmal zusammenfassen, das, was wir an Dürre, an Hitze, Waldbränden, Hochwasser und der Versteppung, die wir teilweise in Deutschland schon haben, was uns dort noch ins Haus steht,
können wir nur überleben und unsere jetzigen Lebensverhältnisse halbwegs bewahren, wenn wir Natur schützen. Ich glaube, dieser Zusammenhang ist bisher wirklich viel zu wenig verstanden, in der breiten Bevölkerung bisher viel zu wenig diskutiert. Und ich glaube, da gibt es auch in der Umwelt-Naturschutzbewegung bei den Grünen durchaus ein Versäumnis, das wirklich von Anfang an klar und stark gemacht zu haben, dass Klimakrise und Krise des Artenaussterbens oder Naturschutzkrise, dass das zwei Seiten derselben Medaille sind. Und wir Klimaschutz nur mit intakten Ökosystemen hinbekommen und wir die Ökosysteme nur mit Klimaschutz erhalten können. Und ich werbe dafür, das überall intensiv zu diskutieren, auch unabhängig von der Restoration Law. Das war eigentlich meine Hauptbotschaft. Das hört danach nicht auf, diese Auseinandersetzung. Die wird uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte permanent weiter begleiten. Und es wird immer wieder versucht werden, genau den Spalt zwischen Klimaschutz und Naturschutz reinzuhauen. Und dem sollten und müssten wir sehr offensiv entgegentreten. Was das Gesetz jetzt konkret anbetrifft, hatte, glaube ich, jemand im Chat geschrieben, dass es ungewöhnlich ist, dass der Rat wahrscheinlich zustimmen wird, aber im EP ein Scheitern droht. Und das würde ich unterstreichen. Das ist ungewöhnlich, ja. Normalerweise ist das EP in den letzten Jahren fortschrittlich gewesen und gab es aus den nationalen Interessen heraus im Rat die problematischeren Diskussionen. Und dass jetzt Deutschland zustimmt, die Bundesregierung zustimmt, die ja auch die FDP beinhaltet und sich die CDU zumindest verbal im Deutschen Bundestag auch mit Einschränkungen, und es müsste noch diese und jene Veränderung geben, aber grundsätzlich hinter die Restoration Law gestellt hat, zeigt ja, dass es wirklich um einen Machtkampf innerhalb der CDU geht, um die grundsätzliche Ausrichtung, aber auch um die Spitzenkandidatur. Und ich denke, dies zu thematisieren und das immer damit zu verbinden, zu erklären und zu werben für ein Gesetz, das für die Menschen in unseren Ländern in Europa gut ist und für die Natur gut ist und vor allem auch für die Landwirtschaft, die langfristigen Grundlagen sichert. Ja, wir können Landwirtschaft nicht ohne humusreiche Böden und ohne Wasser betreiben. Und dafür dient diese Restoration Law, diese natürlichen Ökosystembedingungen zu schützen, zu erhalten und für die Landwirtschaft diese Funktionen auch in Zukunft zur Verfügung zu stellen. Das ist mir das Wichtigste. Und ich hoffe, dass wir damit die Einigung hinbekommen. Zu der konkreten Frage, es liegt vollkommen auf der Hand, dass es in Deutschland auch ein Diskurs, ein Dissens über die grundsätzliche Ausrichtung geht, ob wir den Infrastrukturausbau in den nächsten Jahren, Jahrzehnten so weitermachen können, wie er vor 10 Jahren geplant worden ist. Und ich sage, dass das nicht geht. Deshalb habe ich mich auch bei der Koalitionsdebatte über Planungsbeschleunigung sehr klar dafür ausgesprochen, dass wenn wir schon noch Straßen bauen, die eine oder andere wird ja definitiv noch gebaut werden, das steht außer Frage. Und ich habe auch bei mir zu Hause Umgehungsstraßen, wo ich sage, das sollte zum Schutz der Bevölkerung noch gemacht werden. Aber dass man dann nicht auch noch dabei die Standards für die Umweltprüfung, für die Naturschutzprüfungen absenkt, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Das war ein extrem schwieriger, bitterer Kompromiss im Koalitionsausschuss. Und auch die permanenten Aussagen der FDP, dass ein Tempolimit nichts bringen würde, dass man das nicht wolle, deuten darauf hin, dass wir hier eine Richtungsdebatte haben. Und die werden wir nur auflösen, wenn wir alle klug immer weiter dafür werben, mit Argumenten, mit Fakten. Wir werden in einem postfaktischen politischen Diskurs, den wir jetzt teilweise erleben, und zwar in Europa und in Deutschland, dafür müssen wir nicht mit dem Finger auf Trump und die USA zeigen. Wir haben diese Entwicklungen jetzt auch hier bei uns. Den können wir nur mit Klugheit, mit Engagement, mit Fakten und einem empathischen Diskurs mit der Bevölkerung. Und damit meine ich nicht nur die, die schon überzeugt sind. Damit meine ich nicht nur Fridays for Future und die junge Generation, sondern auch die alte Generation, auch bei denen zu werben und darum zu kämpfen, dass wir die Weichenstellung richtig hinbekommen. Ja, ganz herzlichen Dank, Steffi. Und ich habe ja auch eine Frage nochmal für Clara.
Die globale Fridays for Future Klimademo am 15.09. ist für diese Entscheidung zu spät. Wird eine weitere Demo angesetzt? Das ist wahrscheinlich für euch schwierig, weil es sehr kurzfristig ist, stimmt's? Ja, vor allem ist auch immer so ein bisschen die Frage, wenn, dann wo, weil wir natürlich so organisiert sind, dass jede Ortsgruppe eigentlich spezifisch eigene Demos organisieren kann. Ich bin aber im Moment mit Menschen im Gespräch, ob wir nicht schaffen, in Berlin eine Demo zu organisieren. Ich kann dazu aber nichts Konkretes sagen im Moment. Also schaut fleißig auf die Social. Ja, das wäre natürlich super. Vielen Dank. Genau, dann nochmal eine Frage von jemandem an wen von Renew, also von den Liberalen. Lohnt es sich denn noch aktiv heranzutreten bis nächste Woche? Also ich sage es jetzt mal so, es wird wahrscheinlich, also die FDP ist ja ein Teil von Renew und innerhalb der Renew-Fraktion ist die FDP rechts außen. Das muss man wissen. Also die allermeisten Mitglieder dieser Fraktion sind deutlich, deutlich progressiver, wie wir so schön sagen, als die FDP. Ich frage mich manchmal sowieso, wie die ihre Fraktionssitzungen überleben, weil die wirklich so eine sehr heterogene politische Einstellung haben. Aber es kann trotzdem nichts schaden, denen einfach auf den Geist zu gehen und zu sagen, um auch ihnen zu zeigen, es wird wahrgenommen, was ihr macht und wie ihr euch verhaltet. Und es ist eben nicht in Ordnung zu sagen, ja, die anderen hauen ja nur auf die armen Bauern drauf und deswegen müssen wir die Bauern unterstützen. Es geht nicht darum, erstens, wir hauen nicht auf die Bauern drauf, im Gegenteil. Also es steht in dem Gesetz ganz klar drin, dass es in Zusammenarbeit mit den Landbesitzern und Landnutzern gemeinsam diese Renaturierungspläne erarbeitet werden sollen mit der lokalen, regionalen Gemeinschaft, dass es Unterstützung braucht. Es wird auch gesagt, natürlich wird es Geld kosten, selbstverständlich wird es Geld kosten. Ich darf in dem Zusammenhang daran erinnern, dass alle Mitgliedstaaten dem MFF, also dem mehrjährigen Finanzrahmen, zugestimmt haben. In dem drin steht, 7,5% des Budgets muss für biodiversitätsfreundliche Maßnahmen verwendet werden. 7,5% ist jetzt kein Pappenstiel. Das heißt, eigentlich ist die Finanzierung da noch dazu, wenn man eben sieht, dass da gibt es eine ganz eindeutige Studienlage, dass für jeden investierten Euro mindestens 8 Euro volkswirtschaftlicher Nutzen zurückfließen. Das kann durch Hochwasserschutz sein, das kann durch, wie gesagt, du hast es vorhin gesagt, Reinigung von Wasser. Moorefeuchtgebiete sind ja die Nieren der Landschaft. Das heißt, die machen das für umsonst, was unsere Stadtwerke sonst für sehr viel Geld machen müssen. Das heißt, gerade der FDP auch zu zeigen, nein, es ist nicht egal, was ihr treibt und es wird sehr wohl wahrgenommen und dass die Argumente, die da vorgebracht werden, eigentlich Scheinargumente sind und die uns in der aktuellen Krise wirklich kein Stück weiterbringen. Genau, dann sind noch mal sehr spezifische Fragen zu der Blanko-Ausnahme in Artikel 9.4 von den Wiedervernässungspflichten. Sagen wir es mal so, Raffaele und Sonja, wir gucken jetzt überhaupt erstmal, wie das Outcome ist und was wir dann nachher im Trilog noch vereinbaren, da müssen wir dann weitersehen. Eine interessante Frage finde ich, die von Dietrich, die Umsetzung von Natura 2000 verzögert sich um viele Jahrzehnte. Dietrich, nicht nur in Deutschland, auch in anderen, noch immer haben sehr viele Gebiete kein Maßnahmenkonzept, was vorgeschrieben ist. Die Renaturierung ist eine sehr viel größere Aufgabe. Was macht Sie optimistisch, dass das nun funktioniert? Also sagen wir es mal so, wir haben jetzt im aktuellen letzten Stand des Kompromisses im Europaparlament drinstehen, dass bei der Renaturierung die Natura 2000 Gebiete priorisiert werden sollen. Vor dem Hintergrund, dass ich weiß es auch, das steht im Gesetz, dass die eigentlich schon längst in einem guten Zustand sein sollten, aber de facto sind sie es nicht. Aber für diese Gebiete wissen wir zumindest sehr viel mehr und wissen auch, was da ein guter Zustand ist, was eigentlich der Schutzzweck ist und welches Ökosystem da wie entwickelt werden sollte, was bei anderen Gebieten vielleicht schwieriger ist. Das war auch der Grund, wieso wir zugestimmt haben, zu sagen, diese Priorisierung sollte gemacht werden. Aber am Ende des Tages brauchen wir auch da, Steffi, du kannst mir da gerne widersprechen, aber ich fürchte, es ist so, wir brauchen auch da am Ende die Europäische Kommission, die sich traut zu sagen, lieber Mitgliedstaat XY, du setzt hier die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie nicht ordentlich um und deswegen schreiben wir dir jetzt erst einen netten Brief und dann einen bösen Brief und irgendwann kommen wir dem Europäischen Gerichtshof. Das hat sie ja auch in der Vergangenheit schon getan und der Europäische Gerichtshof hat
ich glaube, in 99% der Fälle für die Kommission entschieden und gegen den Mitgliedstaat, der seine Pflicht nicht erfüllt hat. Ich finde es ziemlich dramatisch, dass wir für den Schutz der Lebensgrundlagen Gerichte bemühen müssen, aber offensichtlich ist es oft nicht anders möglich. Und auch an der Stelle nochmal von mir der Appell, oft genug ist es aber auch so, die Kommission kann natürlich nicht überall sein und die wird bestimmt nicht auf jede einzelne Wiese gucken. Es ist auch, finde ich, immer eine gute Idee, da wo ihr wohnt, im Stadtrat, im Gemeinderat, im Ortsbeirat, wo auch immer, selber die Stimme zu erheben, beziehungsweise auf die Abgeordneten, beziehungsweise die Ratsmitglieder zuzugehen und zu sagen, warum baut ihr eigentlich, wollt ihr eigentlich den Supermarkt da auf unsere letzte Natura 2000 Wiese bauen? Habt ihr mal rumgefragt, ob das wirklich so in aller Menschen Sinne ist? Gibt es dafür eine ordentliche Umweltverträglichkeitsprüfung? Weil oft wird es einfach mal so gemacht und dann werden Ausgleichsflächen ausgewiesen, die schon längst dreimal für was anderes als Ausgleichsfläche gedient haben. Also wir haben tatsächlich oft, da muss ich dem Fragesteller zustimmen, eher ein Vollzugsproblem als ein gesetzliches Problem. Wie siehst du das, Steffi? Ich glaube, dass die ökologischen Probleme so groß geworden sind, dass wir auf allen Ebenen gleichzeitig arbeiten müssen. Und ja, es gibt Umsetzungsschwierigkeiten, auch bei Natura 2000. Ich könnte die Wasserrahmenrichtlinie nahtlos mit anfügen. Auch hier haben wir Umsetzungsschwierigkeiten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Umwelt- und Naturschutz auch ein Stück weit unbürokratischer gestalten. Ich glaube, an manchen Stellen gibt es dafür durchaus Potenzial, weil die mangelhafte Umsetzung von Natura 2000 und Wasserrahmenrichtlinie natürlich auch mit Personalmangel in den Naturschutzverwaltungen der Länder und der Kommunen zu tun hat und wir dieses Problem nicht komplett werden abstellen können. Das halte ich für illusorisch und deshalb ist es gut, wenn wir auch dort nach Vereinfachung gucken. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt wurde irgendwo im Chat von jemandem, entschuldigt, wenn ich die Namen nicht nachhalten kann, geschrieben, wir brauchen mehr Bewusstseinsbildung. Ich glaube, das trifft zu, ja. Wir merken das bei der Klimakrise ganz hart, dass diese Diskussion jahrelang vernachlässigt worden ist, dass Wissen nicht vorhanden war, in den Medien darüber zu wenig berichtet wurde. Das hat sich jetzt teilweise geändert. Aber bei der Frage Artenaussterben, Schutz der biologischen Vielfalt, sind wir quasi auf dem Stadium, wo die Klimakrise vor 10 oder 15 Jahren gewesen ist. Und wir haben keine 10 oder 15 Jahre Zeit, das zu verändern. Deshalb sind mir hier nochmal zwei Informationen wichtig. Wir haben in Deutschland das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz aufgelegt, das genau auf Renaturierungsmaßnahmen abzielt. Das heißt, Auen wieder zu renaturieren, alte Wälder zu erhalten. Das schließt im Übrigen eine Antwort auch auf eine Frage im Chat, Nutzung nicht aus. Natürlich können Wälder auch in Zukunft weiter genutzt werden, aber es geht darum, alte Buchenwälder, für die Deutschland international eine besondere Schutzverantwortung übernommen hat, das trifft auf den Rotmilan, auf die alten Buchenwälder für Deutschland zu, dass wir hier einige der ganz alten, besonders wertvollen Wälder aus der Nutzung rausnehmen. Das betrifft aber nicht sämtliche Laubwälder. Dass Holznutzung, dass Waldnutzung ökologischer werden muss, teilen hier, vermute ich, alle oder die meisten, dass wir da Riesendefizite haben. Ich bin beispielsweise, als ich in Brasilien gewesen bin, wegen des Amazonasschutzes, darauf angesprochen worden, dass die Wälder in Deutschland doch eigentlich alle Plantagen sind. Und ich konnte dem nur teilweise widersprechen. Da wird im Bundeslandwirtschaftsministerium aber im Moment auch an der Waldgesetznovelle gearbeitet. Und ich hoffe, dass wir hier sehr zeitnah zu Fortschritten kommen. Und dieses Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz für Moorrenaturierung, Auenrenaturierung, das ist mit 4 Milliarden Euro in Deutschland ausgestattet. Und das ist so viel Geld, wie der Naturschutz in Deutschland noch nie zur Verfügung hatte. Und damit werden wir Renaturierung umsetzen können und vielleicht dann auch ein Stück weit Vorreiter sein und vielleicht auch Beispiele für andere Länder mit der Bevölkerung, mit den Nutzern gemeinsam aufbauen können. Das ist das Ziel unserer Bewusstseinsbildung. Wir haben dazu gerade eine, wie ich finde, gute Werbekampagne gestartet. Vielleicht hat sie der eine oder die andere im Bahnhof schon gesehen. Sie ist ansonsten bei uns auf der Website, um genau deutlich zu machen, was für positive Effekte wir von der Natur für uns Menschen haben.
Ich finde, wir müssen sie auch um ihrer selbst willen erhalten, aber deutlich zu machen, dass wir auf sie angewiesen sind, wir nicht ohne die Leistungen der Natur, der Ökosysteme existieren können. Das versuchen wir gerade auf eine sympathische Art und Weise umzusetzen und ja, im ganz normalen Alltag auch ein bisschen Werbung dafür zu machen. Das vielleicht dazu. Und noch eine Sache, um auch etwas Positives, etwas Optimistisches noch zu sagen. Neben dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz haben wir als Bundesregierung es gerade geschafft, dass das Nitratverletzungsverfahren gegen Deutschland eingestellt worden ist. Auch das haben wir, wie viele andere Vertragsverletzungsverfahren, von der Vorgängerregierung geerbt, den Vorgängerregierungen geerbt, muss man sagen. Und Cem Özdemir und ich haben gemeinsam mit unseren beiden Ministerien jetzt viele Wochen und Monate daran gearbeitet, die Düngeregeln in Deutschland so zu verbessern, dass dieses Verfahren eingestellt wird. Und das haben wir geschafft. Ein riesiger Fortschritt für die Landwirtschaft, meiner Meinung nach. Denn dieses Vertragsverletzungsverfahren wäre sehr, sehr, sehr teuer geworden. Und auch für die Natur und für die Politik, dass solche Lösungen noch möglich sind in Zeiten, wo wir fast nur noch über Krisen und Probleme diskutieren. Genau, Moment, ich versuche hier gerade noch mal einen Link auch zu einer Frage zu schreiben. Moment, weil da fragte jemand nach der Quelle für die 8 Euro, die ich genannt habe. Die sind in der Folgenabschätzung, die die Europäische Kommission machen muss. Also bei jedem Gesetz, was die Europäische Kommission vorlegt, muss sie vorher eine Folgenabschätzung durchführen. Das ist also eine Regel auf der europäischen Ebene. Ohne Folgenabschätzung wird überhaupt nichts behandelt, sage ich jetzt mal. Und in dieser Folgenabschätzung, ich weiß jetzt leider nicht mehr in welcher von den vielen Teilen, weil es sind insgesamt etliche 100 Seiten, kommt eben genau diese Zahl vor, dass sie gesagt haben, ich glaube, es war 8 bis 49 € pro investiertem Euro. Und ich glaube, das ist auch nochmal was, was wir deutlich machen müssen. Es geht hier nicht um Kosten, es geht um Investitionen. Es geht um Investitionen auch in Sicherheit, ne? Also wenn man sich jetzt anschaut, in Kalifornien haben jetzt die drei größten Versicherer angekündigt, sie werden keine Häuser mehr versichern, ja? Weil dieser Staat immer stärker von Waldbränden betroffen sein wird. So, und spätestens dann sollte vielleicht doch dem einen oder anderen einfallen, das wäre doch eine kluge Idee, was gegen die Klimakrise und gegen das Artensterben zu tun, weil das eben am Ende eben natürlich auch die Wirtschaft schädigen wird. Jetzt nähern wir uns in großen Schritten der 20-Uhr-Schwelle und ich weiß, dass Steffi, ich weiß, du bist heute immer noch nicht fertig mit deinem Tag und ich bewundere dich echt für dein Durchhaltevermögen, nachdem du ja schon auf der Oder-Konferenz warst und morgen auch schon wieder einen vollen Tag hast. Aber ja, so ist das halt, wenn man sich da, wenn man sich so engagiert wie du und das sich auch so zu Herzen nimmt wie du. Ich weiß, wir haben ganz, ganz viele Fragen nicht behandeln können. Zum Teil sind es sehr detaillierte Fragen gewesen, zum Teil, sage ich mal, eher allgemeine, die nicht unbedingt jetzt mit dem Gesetz zur Rettung der Natur zu tun haben. Es gibt, wie gesagt, es gibt eine Petition, die wir seitens der Grünen Europäische Freie Allianz angestoßen haben. Da ist der Link, den hat mein Team freundlicherweise in den Chat gestellt. Die Natur- und Umweltverbände haben auch eine eigene Petition aufgesetzt. Vielleicht ist Stefan so nett und stellt das auch noch gerade in den Chat rein. Restore Nature findet man aber auch. Das heißt, die haben sich da auch wirklich sehr gekümmert und sehr viel Kampagne gemacht. Und deswegen ist es auch so tragisch, dass eigentlich ja, das Ganze so ein bisschen zu verpuffen droht. Und ich bin wirklich froh, dass sich jetzt doch so viele auch noch mal gefunden haben, gerade in den letzten Tagen, die das unterstützen. Mir bleibt jetzt erstmal nur ein riesengroßes Dankeschön an alle, die sich zugeschaltet haben. Das Webinar wird natürlich auch online gestellt. Dafür haben wir es ja aufgezeichnet und geht dann am Donnerstagabend live auf meinem YouTube-Kanal. Ein riesengroßer Dank an Clara, die sich sehr kurzfristig bereit erklärt hat, heute zu uns zu stoßen und vielen, vielen Dank für euer Engagement. Und natürlich ein großes, großes Dankeschön an Steffi. Du erinnerst dich bestimmt gut, als wir vor gut 1,5 Jahren gemeinsam verhandelt haben in der, ja, damals vielleicht noch in dem Glauben, dass wir wirklich jetzt mal vorankommen in vielen Dingen. Und jetzt zeigt sich die Mühen der Ebene,
machen auch das Papier, auf dem der Koalitionsvertrag geschrieben wurde, etwas holprig. Und ja, aber man, sagen wir es mal so, bestimmte Dinge haben sich ja damals schon angedeutet. Du erinnerst dich an unsere Vor- und Nachbereitungsgespräche damals in Berlin. Wie gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank in die Runde und ein Riesendankeschön an mein Team im Hintergrund, was wie immer dafür gesorgt hat, dass das hier technisch reibungslos abläuft, dass Fragen sortiert hat, dass Links postet, dass immer wieder auch mit Backup-Informationen bereitsteht. Und ja, lasst uns weiter kämpfen, denn aufgeben ist schlicht und ergreifend keine Option. Tschüss. Vielen Dank auch von meiner Seite und tschüss in die Runde. Schönen Abend noch. Vielen Dank für die Einladung.